Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Kron. Von mir gibt es heute Attack of the Jelly Monster, ein Spiel von Antonin Bokhara. Bei Libellud ist es erschienen, für 3 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren wird es empfohlen und es dauert auch nur schlanke 15 Minuten. Thematisch wird die Stadt, in der wir leben, von einem riesigen, geleeartigen Monster aus dem Weltraum angegriffen. Keine Panik, kämpfen müssen wir nicht, das Militär, die Armee kümmert sich schon drum und die haben einen Drohnenstaubsauger losgeschickt, der jetzt dieses geleeartige Monster langsam einsaugt und zurück ins All pumpt. Aber wir als Wissenschaftler sind sehr daran interessiert, dieses Alien vorher noch zu untersuchen. Die Zeit drängt, der Staubsauger ist schon aktiv, deswegen rennen wir jetzt in die Stadt, müssen uns wahnsinnig beeilen und so schnell wie möglich so viele Proben wie möglich zusammen. Im Idealfall natürlich mehr Proben als die Mitspieler, als die anderen Wissenschaftler, die mit am Tisch sitzen, weil dann würden wir nach 4 Runden Attack of the Jelly Monster gewinnen. Und was hier jetzt so wirklich passiert, das zeige ich euch jetzt. Attack of the Jelly Monster ist ein hektisches Echtzeitwürfelspiel, bei dem alle Spieler gleichzeitig würfeln und versuchen, ihre Würfel so schnell wie möglich an verschiedene Gebiete anzulegen, um dann die Kontrolle über diese Gebiete zu erlangen, weil wer die Kontrolle über ein Gebiet hat, bekommt am Ende einer Runde Punkte oder diverse andere Dinge. Die Punkte sind hier die Proben von dem Jelly Monster, die wir sammeln. Wir spielen 4 schnelle Runden und wer dann am Ende die meisten Proben gesammelt hat, gewinnt. Wie läuft das Ganze genau ab? Jeder hat hier so einen Würfelkasten aus Pappe, 7 Würfel in seiner Spielerfarbe. Dann gibt es einen kleinen Countdown. Alle fangen gleichzeitig an zu würfeln. Man würfelt die Würfel also hier in seinen Becher rein und kann jetzt einen davon nehmen und an einen der Bereiche anlegen. Also irgendwo hier außen an einen dieser ganzen Bereiche, die es hier gibt. Also hier legt man immer die Würfel an. Und jetzt muss ich wieder würfeln. Also ich darf niemals mehr als einen Würfel nach einem Würfelwurf hinlegen. Ich muss nach jedem gelegten Würfel neu würfeln. Und ich muss nicht mal einen Würfel legen. Wenn mir gar nichts gefällt, was ich gewürfelt habe, kann ich auch alle Würfel einfach wieder in die Hand nehmen und nochmal würfeln. Und vielleicht passt mir jetzt was, dann lege ich einen hin, schnapp mir meine restlichen Würfel, würfel wieder, lege wieder einen hin. Und das Ganze mache ich natürlich so schnell ich kann, um meine Würfel so schnell und effizient wie möglich an diese einzelnen Bereiche anzulegen. Sobald ich fertig bin, alle meine Würfel platziert habe, darf ich die Sanduhr umdrehen. Dann haben die anderen Spieler noch schlanke 10 Sekunden Zeit, um auch ihre Würfel loszuwerden. Und außerdem dürfte ich meinen ja jetzt leeren Würfelbecher benutzen, um einen der Bereiche abzusperren. Und da darf dann eben in diesen letzten 10 Sekunden kein Spieler mehr einen seiner Würfel hinlegen. Im Idealfall sichere ich mir natürlich einen Bereich ab, wo ich dann hoffentlich nachher auch die Belohnung bekomme. Und ja, wie das Ganze im Detail abläuft, mit wer hier was, wie, wann, wo kriegt, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Wenn ich am Ende einer Runde bei einem Bereich die Kontrolle habe, dann bekomme ich die Belohnung. Was bedeutet das, die Kontrolle haben? Das bedeutet ganz einfach, dass ich an dem Bereich derjenige bin, der die Würfel mit der höchsten Augenzahl liegen hat. Momentan habe ich da alleine eine 6 liegen. Wenn das am Ende der Runde so aussieht, würde ich die Belohnung bekommen. Aber wir können ja mal so tun. Hier, Spieler Rot legt nach und hat hier auch Würfel hingelegt. Wenn jetzt gewertet würde, würde natürlich Spieler Rot die Belohnung bekommen. Aber vielleicht legt ja Spieler Blau da im Laufe der Runde auch nochmal einen Würfel hin. Dann könnte es so aussehen. Und dann würde wieder Spieler Blau am Ende der Runde die Belohnung bekommen. Ich sage es nochmal, die Runde geht so lange, bis ein Spieler alle seine Würfel platziert hat. Dann dreht er die Sanduhr um und die anderen haben noch 10 Sekunden auch zu Ende zu spielen. Jetzt ist es aber so, dass die Würfel auch Effekte haben. Wenn man eine 6 und eine 5 legt, passiert nichts. Hier drin hat man nochmal eine Übersicht über die einzelnen Würfelfunktionen. Wenn man aber eine 3 oder eine 4 legt, dann darf man diesen Regler hier, der die Belohnung anzeigt, die man am Ende bekommt, um eine Stufe verschieben. Also ich hätte jetzt die 4 gelegt, hätte ihn um eine Stufe verschoben, dann könnte ich ihn mit der 3 legen und wieder um eine Stufe verschieben. Was in dem Fall allerdings wenig Sinn machen würde, weil eigentlich hätte ich natürlich gewollt, dass er hier auf der Stelle mit 7 Proben stehen bleibt, weil das natürlich ganz klar hier die lukrativste Belohnung in diesem Bereich ist. Mit einer 1 oder einer 2 kann ich andere Würfel rausschmeißen. Also wenn ich jetzt hier eine 1 hinlege, dann dürfte ich hier den roten 6er zum Beispiel rausschmeißen und der kommt dann einfach in die Mitte vom Spielplan. Dann lege ich vielleicht auch noch die 2 hin, könnte damit den 4er hier rausschmeißen, der kommt auch in die Mitte vom Spielplan. Jetzt habe ich hier natürlich eindeutig die Mehrheit an dieser Region,
Aber ich habe natürlich auch all meine Würfel, bis auf den einen hier, jetzt verbraucht, um diesen Bereich zu kämpfen. Und vielleicht wäre es da geschickter gewesen, meine Würfel ein bisschen besser aufzuteilen, um dann halt am Ende auch an verschiedenen Bereichen die Belohnung zu bekommen. Eine wichtige Regel gibt es noch: Wenn nämlich am Ende einer Runde zwei Würfel von der gleichen Farbe und der gleichen Augenzahl bei einem Bereich liegen, dann schmeißen die sich vor der Wertung gegenseitig wieder raus. Sie kommen dann aber nicht in die Mitte, die kommen einfach zurück zum Besitz des Spielers. Da muss man also aufpassen, dass man in der Hektik, nur weil man da eine hohe Summe liegen hat, nicht irgendwie zwei Fünfer, zwei Vierer oder zwei Sechser aus Versehen hinlegt oder sonst was. Wie gesagt, zwei gleiche Augenzahlen von der gleichen Farbe werden dann immer an den einzelnen Bereichen nochmal abgeräumt. Schauen wir uns die einzelnen Belohnungsbereiche, die ich hier zusammengebastelt habe, einfach mal an. Es sind nämlich alle diese Tableaus doppelseitig und haben nochmal eine andere Rückseite. Das kann man also individuell zusammenpuzzeln und dann sind es auch jedes Mal eben anders angeordnete Bereiche mit unterschiedlichen Belohnungen. Am Anfang jeder Runde kommen hier diese Belohnungsregler auf Position 1, also ganz nach außen bei jedem dieser Bereiche. Und dann geht es wie gesagt los. Und am Ende werden alle Bereiche nacheinander gewertet. Und zwar geht es hier los. Hier liegt so eine Drohne. Die zeigt übrigens auch die Rundenzahl an, 1, 2, 3, 4. Und entsprechend der Pfeilrichtung hier würden jetzt die einzelnen Bereiche gewertet werden. Der hier ist ziemlich klar. Da gibt es, wenn der Regler hier ist, kriegt man zwei Proben. Wenn er hier ist, kriegt man sieben Proben. Und wenn er hier unten ist, dann kriegt man null Proben. Hier drüben ist schon ein bisschen spezieller. Da ist nämlich ein Bereich, der benachbarte Bereiche kopiert. Also wenn der Regler hier ist, bekommt man die Belohnung, die hier ist. Wenn der Regler hier ist, darf man sich aussuchen, ob man die Belohnung oder die Belohnung möchte. Und wenn der Regler hier ist, bekommt man die Belohnung, die auf dem Bereich aktiv ist. Hier hinten ist auch ganz interessant, da ist nämlich so, der Erste bekommt immer das hier, was vorne angezeigt ist. Also wenn der Regler hier oben ist, würde der Erste, meine ich, der die größte Augenzahl hier liegen hat, würde nur eine Probe bekommen. Und der die zweithöchste Augenzahl hier liegen hat, bekommt zwei Proben. Hier ist dann schon 2 für den Ersten, 4 für den Zweiten, 3 für den Ersten, 6 für den Zweiten. Also da wird es plötzlich interessant, eben nicht mehr die meisten, sondern die zweitmeisten Augenzahlen an dem Bereich liegen zu haben. Machen wir hier unten weiter. Das ist auch ganz witzig, nämlich wenn er hier ist, dann muss man jedem anderen Spieler eine Probe geben. Hier bekommt man von jedem anderen Spieler eine Probe und hier bekommt man von jedem anderen Spieler sogar zwei Proben. Wir machen mal da drüben weiter. Hier ist ein Symbol, das kennen wir noch nicht. So eine Jelly-Kapsel ist so, da kriegt man einfach hier das oberste Plättchen vom Stapel. Das sind dann verdeckte Siegpunkte, also Proben, die man bei Spielende bekommt. Zwischen 1 und 6 Proben sind da, glaube ich, dabei. Und manchmal taucht da auch ein Würfelsymbol auf. Das bedeutet, man würde dann einfach am Ende der Partie für jedes Jelly-Kapsen-Plättchen mit einem Würfelsymbol würfeln. Und es ist dann eben die entsprechende Augenzahl an Proben wert. Außerdem eine wichtige Sache, die ich noch nicht erklärt hatte. Am Ende einer Runde liegen hier ja auch rausgeschmissene Würfel von den Spielern, die eben mit Einsern und Zweiern von anderen Spielern dahin verdrängt wurden. Und da bekommt dann der die meisten Würfel hier liegen hat, auch noch eine Jelly-Kapsel als Trostpreis. Ich sage es nochmal, die meisten Würfel, da geht es dann also nicht mehr um die Augenzahl, sondern einfach nur um die Anzahl der Würfel. Bei Gleichstand würde jeder der betreffenden Spieler eine Jelly-Kapsel bekommen. Da hinten gibt es noch ein paar weitere, machen wir die der Vollständigkeit halber auch durch. Zwei Proben hier oben, im mittleren Feld fünf Proben, hier unten zwei Jelly-Kapseln. Was haben wir hier hinten? Vier Proben, wenn der Regler ganz außen steht, wenn der Regler in der Mitte steht, bekommt der Erste zwei Proben und der Zweite acht Proben. Hier unten bekommt man eine Probe und einen Jelly-Kapsel. Ja, und hier haben wir gesagt, Jelly-Kapsel, zwei Proben und Jelly-Kapsel. Und sechs Proben. Und dann sind diese Teile, wie gesagt, auch noch doppelseitig. Die meisten Sachen habt ihr jetzt kennengelernt, aber zwei Funktionen gibt es noch, die wir hier an der Auslage nicht haben. Die wollte ich euch auch noch kurz vorstellen. Einmal nämlich zum Beispiel hier, da gibt es ein Symbol, wo man wieder Jelly-Kapseln verliert. Also hier oben verliert man einfach eine, hier verliert man eine Jelly-Kapsel, bekommt aber dafür auch fünf Proben und hier unten würde man sieben Proben bekommen. Eine weitere wollte ich euch noch zeigen, die ist, glaube ich, auf der Rückseite von der hier drauf. Genau, da ist es nämlich so, das seht ihr, da hängt es davon ab, wie viele Würfel man da liegen hat. Solange man zwei Würfel liegen hat und damit die Kontrolle über den Bereich, würde man hier zum Beispiel sieben Proben bekommen. Und sobald man drei oder mehr Würfel hier liegen hat, bekommt man nur noch eine Jelly-Kapsel. Oder hier unten, da bekommt man bei den ersten drei Würfeln, die man da liegen hat, eine Jelly-Kapsel. Und sobald man vier, fünf oder sechs Würfel da liegen hat, stolze
9 Jelly-Proben. Eine Sache noch, am Ende jeder Runde wird natürlich hier dieser Drohnenmarker, das ist auch so ein paar Plättchen hier, eins vorgestellt, damit man weiß, in welche Runde man spielt, eben 1, 2, 3, 4. Und es wird das ganze Areal hier mit allen Bereichen dran einfach um 90 Grad gedreht, damit eben nicht jeder Spieler in jede Runde vor den gleichen Bereichen sitzt, sondern dass sich halt da auch noch mal ein bisschen was verändert an der, an der Länge des Arms, die man braucht, um den jeweiligen Bereich zu erreichen und da seinen Würfel zu platzieren. Hier noch ein kurzer Blick auf die Rückseite der Bereiche, die ihr jetzt gerade nicht zu Gesicht bekommen habt. Die meisten Symbole sollten sich da jetzt von alleine erklären. Außer vielleicht das hier, das bedeutet, man bekommt für jede Jelly-Kapsel, die man hat, 2 Proben, muss aber die Jelly-Kapseln dafür nicht abgeben. Also diese viereckigen Blättchen, ihr wisst schon. Die Größe des Spielplans, also die Anzahl der Bereiche, skaliert auch mit der Spieleranzahl. Das heißt, hier bei 3 Spielern gibt es einfach nur 5 Bereiche. Bei 4 Spielern gibt es dann 6 Bereiche. Und bei 5 Spielern, wie ihr es gerade schon gesehen habt, 7 Bereiche. Die werden alle immer zufällig gezogen, kann man sich also eine Auswahl zusammenstellen. Es gibt auch eine Markierung mit so kleinen grünen Strichen, die sieht man jetzt wirklich nicht, die sind ganz klein am Rand von manchen Bereichen. Das ist die einfachere Seite von jeweiligen Bereich und ja, bei der ersten Partie kann man dann auch einfach mit den grünen Seiten der Bereiche spielen. Mir gefällt schon die sympathische Selbstbeschreibung, die hier Attack of the Jelly Monster auf der Rückseite der Verpackung hat. Da heißt es, du suchst nach einem ernsten Spiel mit komplexen Strategien? Dann such woanders. Hier geht es turbulent zu und nur wer schnell und schlau spielt, gewinnt. Also ja, damit wird hier schon auf der Packung geworben, um klarzumachen, das hier ist wirklich was für eine spezielle Kundschaft. Wer es hektisch mag, wer Echtzeit mag, wer würfeln mag, der kommt hier auf seine Kosten. Das sind alles Dinge, die mich nicht abschrecken. Im Gegenteil, die mich sogar ansprechen. Das heißt, Attack of the Jelly Monster ist tatsächlich ein Füller, genau nach meinem Geschmack. Und es ist natürlich auch tatsächlich einfach nur ein Füller. Das erkennt man schon an der Spieldauer von 15 Minuten. Attack of the Jelly Monster ist kein Spiel, das man nächtelang rauf und runter spielt, aber das ist durchaus ein Spiel, zumindest bei uns kann ich das jetzt schon absehen, das bestimmt oft als Füller auf den Tisch kommen wird. Es wird mit Sicherheit auch nicht die Mutter aller Füller, King of Tokyo, wobei das ist eigentlich fast schon ein bisschen lang für einen Füller. Na egal, Attack of the Jelly Monster wird bestimmt King of Tokyo nicht in der Summe an Spielen ablösen. Das ist wahrscheinlich für jetzt erscheinende Spiele ohnehin unmöglich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Attack of the Jelly Monster hier bei uns seinen Platz als Füller, der immer mal wieder auf den Tisch kommt, einfach sicher hat, weil ja, ich finde es witzig, Häuptling wilde Himbeere, gefällt es sehr. Ja, ich würfel einfach gerne, mich schreckt Echtzeit eben, wie gesagt, auch überhaupt nicht ab. Deswegen von mir gibt es da einen Daumen hoch. Ich habe das tatsächlich sehr, sehr gerne, auch von der trashigen Aufmachung her, vom Thema mit diesen schrägen Wissenschaftlern und dieses Gelee-Alien. Das sind tatsächlich alles Dinge, mit denen ich meinen Spaß habe. Und ich muss auch sagen, Liebe Lüth ist ein Verlag, wo ich tatsächlich auch zweimal hinschauen muss, bis ich da wirklich schlechte Titel in dem Portfolio finde. Also ich habe einige Liebe Lüth-Sachen hier im Regal stehen und von keinem davon will ich mich trennen. Ich erinnere da jetzt nur mal an so Sachen wie Looney Quest, Lords of Xidid oder Mysterium. Und tatsächlich, Attack of the Jelly Monster wird sich da in meine Sammlung auch einreihen und seinen Platz da sicher haben. Trotzdem gibt es auch ein bisschen was zu bemängeln. Es ist natürlich ein bisschen fummelig mit diesen Würfelkästchen. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Und auch da für große Hände ist es durchaus schwierig, da schnell die Würfel wieder rauszuholen. Das finde ich, gehört aber irgendwie tatsächlich ja mit zu dem Ding dazu, dass es halt nicht so einfach ist, man ist halt schnell noch da. Irgendwie, finde ich, gehört es zum Spielspaß dazu, dass man vielleicht manchmal da sich verhakt mit seinen Riesenhänden. Aber laut Spielanleitung darf man übrigens auch nach dem Würfeln seinen Becher da, wie man das nennen will, hochheben, um schneller an die Würfel zu kommen. Aber das hat tatsächlich in unseren Runden, glaube ich, eigentlich noch nie jemand gemacht. Dann ein großes Aber, das halt so eine Art von Spiel einfach automatisch mit sich bringt. Das funktioniert halt wirklich nur in Runden, wo ihr auch wisst, dass ihr mit ehrlichen Wissenschaftlern am Tisch sitzt. Also sie sind zwar alle verrückt und durchgeknallt und stürzen sich in dieses Gelee-Alien hinein, aber trotzdem sollten halt gerade bei so einem Spiel, wo es hinterher auch gar nicht mehr überprüfbar ist, wer da wie wo irgendwie vielleicht was falsch gemacht haben mag, ja, das funktioniert halt wirklich nur, wenn alle ehrlich mitspielen. Also in meiner Runde habe ich da natürlich das größte Vertrauen, aber das sei halt gesagt, es ist eben nicht wie bei Galaxy Trucker, wo auch alle hektisch bauen,
Und am Ende habe ich aber natürlich noch die Gelegenheit und kann dann sagen, mein Gott, was hast du denn da für krude Anschlüsse zusammengepuzzelt? In Attack of the Jelly Monster, das sind diese 7 Bereiche. Man kann sich immer nur auf 1, 2 konzentrieren. Am Ende ist da, sieht es irgendwie komplett anders aus. Man weiß überhaupt nicht, wie diese Augenzahlen da zustande gekommen sind. Und man muss dann einfach darauf vertrauen, dass jeder die Regeln richtig befolgt hat, wusste, was er wann mit welchem Würfelergebnis machen darf. Es ist ja auch wirklich nicht schwierig. Ich erwähne es halt nur, es ist eins von den Spielen, bei denen hinterher, wenn man nicht eine Kamera mitlaufen lässt, es nicht überprüfbar ist, ob jemand geschummelt hat. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.